Herzlich willkommen zurück miteinander. Sichere und nachhaltige Kooperationsräume für internationale Studien- und Promotionsprogramme, die wollen wir natürlich alle. Gerade in Zeiten wie heute, in bewegten Zeiten wie heute. Aber wie kann das gehen? Darüber wollen wir jetzt diskutieren, hier auf dem digitalen Podium und wie immer mit Ihnen allen über Slido. Schon mal die herzliche Einladung, wieder Ihre Kommentare und Fragen zu posten. Aber erst einmal möchte ich Ihnen meine Gesprächspartnerinnen vorstellen. Ich freue mich, dass Christoph Illino bei uns ist, stellvertretender Abteilungsleiter Abteilung 5 Internationales und Referatsleiter Referat 51 Strategie und Hochschulpartnerschaften der Universität Hamburg. Hallo, Herr Illino. Guten Morgen, hallo, moin. Ein herzliches Willkommen an Professor Dr. Ronald Tetzlaff, Chief Officer Technologietransfer und Internationalisierung der Technischen Universität Dresden. Hallo, Herr Tetzlaff. Ja, guten Morgen. Herzliche Grüße an alle. Herzlich willkommen auch Mareike Wahlers, stellvertretende Generalsekretärin und Leiterin des Arbeitsbereichs Internationale Angelegenheiten bei der Hochschulrektorenkonferenz. Hallo in die Runde. Hallo, Herr Biada. Hallo. Und herzlich willkommen Sakine Weikert, Leiterin des Referats Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperation, uns allen besser bekannt unter KIWI, S21 beim Deutschen Akademischen Austauschdienst. Hallo, Frau Weikert. Hallo in die Runde. Herr Illino, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Sie waren Mitglied genau der Expertenrunde, in der die eben vorgestellte Handreichung, Risikomanagement von Kooperationsverträgen für gemeinsame Studien- und Promotionsprogramme mit ausländischen Partnerhochschulen erarbeitet worden. Ganz persönlich, warum war Ihnen das Thema so wichtig, dass Sie gesagt haben, da mache ich mit? Ja, vielen Dank, Herr Biada. Für uns ist das Thema gliedert sich aus unserer Sicht ein in, ich sag mal, übergreifende Fragen zur Handlungssicherheit in internationalen Kooperationen und in der internationalen Zusammenarbeit. Das ist eine Frage und eine Herausforderung, mit der wir uns an der Universität Hamburg seit 3-4 Jahren sehr intensiv beschäftigen. Auf der einen Seite sicherlich Fragen von Due Diligence und Compliance, also Prozesse und Verfahren. Und das war sicherlich auch in der Arbeitsgruppe ein Schwerpunkt, mit dem wir uns beschäftigt haben. Aber auf der anderen Seite gleichermaßen mit Fragestellungen der Sensibilisierung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Für uns geht das zusammen an der Universität Hamburg. Das Ziel ist bei uns dabei immer, nicht Risiken und Herausforderungen der internationalen Zusammenarbeit, Risiken voranzustellen, sondern eigentlich immer mit dem Ziel, Internationalisierung zu ermöglichen und zu befördern, aber unter Antizipation möglicher Risiken dabei. Das hat in dieser Arbeitsgruppe aus unserer Sicht hervorragend geklappt. Die war gut zusammengestellt, wurde auch gut moderiert, sowohl von HRK als auch von den Kollegen von Wagner Arbitration. Und dieser Kontext, wir wollen Internationalisierung ermöglichen, das ist schon immer unser Ziel, aber das muss auch unter Antizipation der Risiken sein. Das hat aus unserer Sicht da gut geklappt. Dann machen wir es doch mal konkret. Es geht ja immer darum, Partnerschaften und Kooperationen zu gestalten. Und dabei soll natürlich eigentlich das letzte Mittel sein, dass es überhaupt zu einem Konflikt kommt, mit dem man umgehen muss. Was ist denn für Sie vielleicht ein gutes Beispiel für ein ganz konkretes Programm, ein Kooperationsprogramm, was die Uni Hamburg mit einer anderen Universität hat, woran man vielleicht einiges von den Themen, die Sie auch für die Handreichung diskutiert haben, wiedererkennt? Ja, danke. Ja, die Frage, die haben Sie ja mir schon als in Vorbereitung gestellt, ob wir ein gutes Beispiel haben. Das war tatsächlich schwierig, weil wir im International Office ja häufig bei Fragen gemeinsamer Studien- und Promotionsprogramme in der Erarbeitung dabei sind und dann, wenn es ein Problem gibt, dann kommen häufig Leute auf uns zu. Aber tatsächlich ein Beispiel, was aus unserer Sicht positiv ist, ist eines unserer gemeinsamen Promotionsprogramme, strukturierten Promotionsprogramm, in diesem Fall mit der Universität Macquarie in Australien. Ein Programm, das wir seit mehr als 10 Jahren haben, sehr komplex in der Ausarbeitung, weil ja Promotionsordnungen, die zum Teil widersprüchliche Regelungen halten, miteinander verheiratet werden müssen. Wir haben das gelernt. Wir sind jetzt im dritten Durchlauf, haben das sozusagen das letzte Abkommen vor ein paar Monaten unterzeichnet
Und wir haben darüber gelernt, ne? Also die Anfangsprobleme, die wir hatten im ersten Durchlauf, ob das Fragen der Benotung, Kommission, Gebühren, Urkunde sind, naja, was sich alles über solche gemeinsamen Promotionsprogramme an möglichen Problemen herausstellt, die konnten wir adressieren. Das ist aus unserer Sicht gelungen deshalb, weil es eine Größenordnung hat. Also wir haben da in den letzten 6 Jahren über 20 Promoventen in diesem Programm gehabt. Und es ist deshalb positiv aus unserer Sicht, weil das immer in Verbindung ist mit Forschungskontakten, also Joint PhDs als Brücke zwischen Forschungsgruppen. Ein bisschen höre ich gleich das Stöhnen der Kolleginnen und Kollegen aus dem International Office. Was wir gelernt haben, ist, dass bei der Erneuerung von Verträgen, dass man da aus den Erfahrungen der vergangenen Verträge lernen muss und auch sozusagen nicht die überrollen muss, sondern immer neu anpassen und sozusagen verbreitern muss. Das haben wir gelernt, das macht es aber natürlich bei jeder Erneuerung immer wieder aufwendig. Jedes Mal wieder ein bisschen ein Stöhnen. Vorhin bei dem Vortrag von Herrn Wagner, da ging es so ein bisschen um die Frage, welches Recht wählt man eigentlich, welche Sprache wählt man für die Verträge. Wie haben Sie das gelöst, ganz kurz gefragt? Also welche Sprache, welches Recht? Wahrscheinlich Englisch, gehe ich mal davon aus, den Vertrag. Oder beide Sprachen und welches Recht? Das ist Englisch. Wir haben deutsches Recht gewählt, aber das wurde ja auch schon in der Präsentation heute Vormittag deutlich, dass man tatsächlich vor Gericht zieht, kommt ja de facto nie vor. Also wir haben kein Beispiel bei uns und wir kennen kein Beispiel einer anderen Hochschule. Das ist was ja auch wiederum zeigt. Ja. Entschuldigung. Das ist ja mehr so der Selbstversicherung geschuldet. Was ja wiederum auch zeigt, dass eben in allermeisten Fällen die Partnerschaften eben so auf Augenhöhe sind und so gut gestaltet sind, dass sich auch Konflikte anders lösen lassen. Konflikte gibt es natürlich, aber die lassen sich dann auch anders lösen. Herzlichen Dank erstmal, Herr Tetzlaff. Das Thema Risikomanagement ist für Sie auch ein ganz wichtiges natürlich. Sie beschäftigen sich im Rektorat sehr stark mit strategischen Themen, nicht nur Internationalisierungsthemen. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Kooperationsverträge, die Sie schließen für Studium und Promotion, inwiefern kommen da auch strategische Erwägungen mit rein, die Sie vielleicht in der Hochschule insgesamt im Rektorat diskutieren? Natürlich sind ganz herzlichen Dank für die Frage. Natürlich kommen da auch immer strategische Überlegungen hinein, aber es geht bei uns in erster Linie, ist es ein Bottom-up-Approach. Das heißt, wir gucken, welche Beziehungen bestehen mit zum Beispiel mit einer internationalen Hochschule schon, welche Projekte laufen. Natürlich findet natürlich auch eine Einstufung der Passfähigkeit der Universität zu dem, was wir an der TU Dresden gestalten, statt. Und all diese Komponenten werden letzten Endes eingebracht, um dann auch zu entscheiden, inwieweit das Rektorat diese Verbindung noch weiter verstärkt, unterstützt und befördert. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass natürlich es macht keinen Sinn vom Rektorat aus, etwas zu beschließen, in Fällen, wo es noch überhaupt keine Partnerschaft gibt. Ich nehme jetzt mal dieses extreme Beispiel. Das heißt, es ist schon wichtig, dass es A, natürlich auf den prioritären Forschungsfeldern stattfindet und dass dann auch schon von unserer Professorenschaft Kontakte zu dem internationalen Partner bestehen und Projekte in Gang gebracht wurden. Also ganz wichtig, erst einmal bottom-up. Und dann schaut man eben an der Stelle natürlich auch, wie passt das insgesamt. Haben Sie auch ein konkretes Beispiel vielleicht für eine Kooperation, die vielleicht einerseits die Herausforderungen zeigt, aber auch schon die Lösungen? Naja, eine Herausforderung würde ich das nicht nennen. Wir haben eine sehr intensive, sehr erfolgreiche Partnerschaft mit dem King's College in London. Das läuft seit über 10 Jahren, hochgradig erfolgreich. Das ist ein besonderes Partnerschaftsmodell, das Transcampus-Modell. Das heißt, wir haben praktisch gemeinsame Einheiten. Wir haben einen Dekan für den Transcampus. Wir haben Transcampus-Professoren und wir haben auch Transcampus-Förderprogramme, die praktisch von beiden Universitäten wahrgenommen werden. Also wieder, wie das Wort Transcampus schon sagt, haben wir eine Schnittebene definiert, wo sich beide Universitäten wiederfinden. Das ist ein sehr erfolgreiches Modell
Und wir sind natürlich auch mit den sogenannten schwierigen Partnern, das vorwegzunehmen, unterwegs. Wir wollen auf keinen Fall uns in dieser Hinsicht blockieren. Wir müssen es aber mit sehr viel Weisheit und Vorsicht angehen und durch Prüfverfahren. Die Diskussion wird ja vielleicht noch darauf kommen. Genau, darauf werden wir auf jeden Fall noch kommen, weil natürlich zugegebenermaßen Kooperationen, wie wir gehört haben, mit australischen Partnern oder mit britischen Partnern wahrscheinlich vergleichsweise risikomindernd sind im Verhältnis zu den Partnerschaften mit einigen anderen Staaten, die Sie gerade schon angesprochen haben. Werden wir auf jeden Fall drauf kommen. Herzlichen Dank erstmal, Frau Wahlers. Aber da sind wir ja schon genau vielleicht bei einer ganz wichtigen Frage für unsere Diskussion, wenn wir über Risiken sprechen in Bezug auf Studienpromotionsprogramme. Was hat sich da vielleicht geändert, wenn man das vergleicht mit der Situation vor 10 Jahren, vor 5 Jahren? Ist die Risikolage für die Hochschulen heute eine andere in Kooperation? Ja, ich denke, wir haben das ja schon gestreift. Ne? Das Risiko hat sich geändert. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Die geopolitischen Spannungen und Krisen haben zugenommen. Ich glaube, das trifft aber auch zusammen mit auch positiven Entwicklungen, nämlich dass Internationalisierung, so wie wir es uns immer gewünscht haben, auch mehr in den Kern der Hochschule sich vorgearbeitet hat, dass es eben hoffentlich kein Add-on mehr ist, sondern Teil der integrierten Hochschulplanung. Und das führt aber eben auch natürlich dazu, dass es dann auch relevanter wird, wie diese Programme laufen, ob sie erfolgreich laufen. Und ich glaube, das Zusammentreffen dieser beiden Entwicklungen führt dazu, dass wir ja bewusster in die Kooperationen und Vereinbarungen reingehen oder reingehen müssen. Wir sind, glaube ich, mitten in diesem Prozess. Aber ich glaube, es sind eben nicht nur negative Entwicklungen, sondern auch positive Entwicklungen. Vielleicht die europäischen Hochschulnetzwerke da auch als ein prominentes Beispiel, wo es darum geht, Internationalisierung als Teil des Mainstream der Hochschule aufzufassen und eben auch entsprechend dann zu agieren. Und das bedeutet eben auch, dass wir Chancen und Risiken genauer analysieren müssen und dann entsprechend handeln müssen. Was bedeutet das Letztere jetzt genau für die Hochschullektorenkonferenz? Beispielhaft an HRK Advance, aber auch darüber hinaus. Risiken sich anschauen, analysieren, welche Aufgabe kommt da den einzelnen Hochschulen zu? Welche Aufgabe kommt da Ihnen vielleicht zu? Ja, wir werden ja nicht müde zu betonen, dass es sich um eine gemeinsame Verantwortung handelt. Insofern würden wir alle Akteurinnen und Akteure im Wissenschafts-, im Hochschulsystem in der Pflicht sehen und auch in der Verantwortung, wie Sie gesagt haben, die einzelnen Hochschulen, das ist uns als Punkt natürlich sehr wichtig, müssen ihre Autonomie wahren und auch die Wissenschaftsfreiheit schützen. Das heißt für uns als HRK ganz definitiv, dass die endgültigen Kooperationsentscheidungen im Positiven wie im Negativen an den Hochschulen getroffen werden müssen. Wir möchten keinenfalls irgendwelche übergeordneten Instanzen haben, die dann Entscheidungen treffen oder eine Art Clearingstelle, wie das ja immer mal wieder so durch die Diskussionen geistert. Es heißt aber natürlich auch, dass wir auf Länderebene, auf zentraler, auf nationaler Ebene Unterstützung brauchen. Auch dazu kommen wir sicherlich noch. Und die HAK sieht sich auch als Akteurin in diesem Gefüge. Wir versuchen, die Hochschulen zu unterstützen, auch durch unsere hochschulpolitische Arbeit, machen aber eben auch viel im Bereich der Sensibilisierung und Information. Also da sehen wir doch recht viele Aufgaben für uns, aber eben natürlich auch für unsere Partnerinnen und Partner im System. Herzlichen Dank. Keine Clearingstelle, aber schon was ganz Besonderes und auch noch was relativ Neues ist natürlich jetzt das Kiwi, Frau Weikert. Ich kann ja Ihnen stellvertretend fürs Kiwi sozusagen zum 5. Geburtstag gratulieren. Das Kiwi feiert den nämlich jetzt gerade. Kann man schon fairerweise sagen, dass es das Kiwi nicht geben würde, wenn wir nicht besagte Veränderung auch hätten, was Risiken internationaler Kooperationen angeht? Ja. Vielen Dank für die Frage. Ja, das stimmt. Also das Kiwi wurde ja 2019 auf Empfehlung des Wissenschaftsrates eingerichtet im DAD und da war eben explizit auch der Ausgangspunkt, wir sind zunehmend in einer multipolaren Welt, geopolitische Spannungen wirken sich viel unmittelbarer als vorher auch auf die internationale akademische Zusammenarbeit aus. Wie kann man da jetzt eine Stelle schaffen, die gebündelt den deutschen Hochschulen? Anfangs hatten wir auch einen starken Fokus auf HW, dort ja
einfach hilft, informierte Bewertungen vorzunehmen zu passgenauen und resilienten und risikoreflexiven Kooperationen. Und das Fünfjährige, das haben wir gerade tatsächlich gefeiert mit einer DUZ-Sonderbeilage, wo wir eben ja auch den ganzen aktuellen Status quo Impulse für die internationale Hochschulzusammenarbeit des KIWI vorstellen, kann man sich seit gestern auch auf unserer Website herunterladen. Und da haben wir unter anderem einen Fokusartikel zum KIWI-Themenfeld Risiko und Sicherheit. Und das zeigt natürlich, dass das Thema auch aufgrund der politischen Positionierungen, die in dem Bereich ja auch stark zugenommen haben, jetzt ganz anders auch in den Hochschulen angekommen ist. Und was wir eben machen, wir haben schon seit 2020 systematisch in dem Themenfeld beraten, informieren auch über rechtliche Rahmenbedingungen und so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir ja das DAD weltweite Ländernetzwerk haben. Das heißt, wenn jetzt wir eine Beratungsanfrage bekommen, ich nenne mal so ein Beispiel, die haben sich nämlich sehr stark verändert in der Komplexität. Früher gab es einfach so ein informelles Kooperationsmanagement und ein WissenschaftlerIn hat auf einer Tagung jemanden kennengelernt und man hat sich inhaltlich schätzen gelernt, gemeinsam publiziert und so entstanden Kooperationen. Und jetzt haben wir plötzlich aus dieser Hochschule quasi eine Anfrage im KIWI, ja, da wird kooperiert in einem bestimmten Fach mit einem Professor und Dekan aus einem Land, das wir als komplexes Land einstufen würden. Und die Hochschulleitung hat plötzlich Angst vor einem Reputationsverlust, vor negativer Presseberichterstattung und so landet das bei der IO-Leitung, die uns dann konsultiert. Und was wir da jetzt machen würden, ist wirklich auch relativ tagesaktuelles Wissen über die Institutionen einzuholen, ja, systematisch mal durchzugehen, was überhaupt bekannt ist. Da haben wir konkret geschaut, wie hoch würde man die Dual-Use-Gefahr in dieser Kooperation einordnen. Da binden wir dann unsere LändersprecherInnen ein, die gezielt zu diesem Land jahrzehntelange Expertise haben. Und am Ende geben wir noch sehr viele Handreichungen mit. Und all das führt dann dazu, und das ist so unsere Rolle im KIWI, dass wir einfach helfen den Hochschulen zur Handlungssicherheit und zu eigenen, sehr gut informierten Entscheidungen zu führen. Und das ist ja, glaube ich, genau der entscheidende Punkt. Es ist eben nicht im Sinne einer Clearingstelle gedacht, sondern es ist wirklich dazu gedacht, die Hochschulen zu eigenen Entscheidungen zu befähigen, sie zu Entscheidungen, ihnen zu beraten bei Entscheidungen. Das ist das Besondere beim KIWI. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, trotzdem nochmal die Nachfrage, erst 5 Jahre. Aber haben sich die Anfragen verändert, die kommen schon innerhalb dieser 5 Jahre? Hat sich der Fokus verschoben? Ich meine jetzt nicht von HAW stärker weg zu vielleicht anderen Universitäten auch, sondern die Art der Anfragen. Ja, die Art der Anfragen sind wirklich komplex geworden. Da sieht man auch viele Unsicherheiten und Bedarfe, die in dieser gestiegenen Verantwortung auch nachzukommen. Wir hatten zum Beispiel konkret auch den Bedarf aus den Hochschulen gespiegelt bekommen zu einem, auch konkret zum Beispiel bezogen auf die China-Kooperation und haben darauf ja reagiert und im Januar diesen Jahres ein DAD-Papier mit Empfehlungen zur Zusammenarbeit mit chinesischen Kooperationspartnern veröffentlicht. Das ist etwas, wo wir auch sehr stark merken, ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Presseberichterstattung über mögliche Spionagefälle gibt, dann haben wir in dieser Woche 8 neue Anfragen im KIWI. Und alles passiert also sehr dynamisch und sehr unmittelbar. Wir haben auch angefangen, ein Inhouse-Format zu pilotieren an einzelnen Hochschulen, weil meiner Meinung nach ist das Schwierige, wirklich einen abgestimmten Prozess an so einer Institution in Gang zu setzen. Und da bringen wir wirklich mal alle an einen Tisch, also von Leitung über Verwaltung, wichtige Gremien und WissenschaftlerInnen, um einfach auch mal ja gemeinsam zu elaborieren, wie kann man eigentlich so komplexe Internal Compliance Mechanismen strukturell einbinden oder wo klappt das aus kapazitären Gründen nicht und man sollte aber schauen, da vernetzen wir dann zum Beispiel Best Practice Beispiele hinein und multiplizieren das. Und das machen wir natürlich auch ganz viel mit Veranstaltungen. Also wir haben schon früh eine KIWI Connect Dual Use Reihe begonnen. Die setzen wir jetzt im Dezember mit dem BAFA und nächsten Januar mit einem Vertiefungsmodul fort. Da ist der Bedarf einfach unglaublich gestiegen.
Wir hatten jetzt auch ein kleines Kiwi Connect mit Rebecca Kaiser vom NSF zur Secure-Förderung. Also manchmal tauschen wir uns auch in einem kleineren Rahmen aus. Und dann gibt's natürlich sowas wie die Kiwi Policy Talks, wo wir das einfach, also die man sich auch auf unserer Seite im Nachgang anschauen kann, wo wir auch beleuchten, was passiert denn eigentlich, wenn man nicht mehr von so Wertepartnerschaften ausgehen kann? Wie gehen wir mit den neuen Kooperationsländern um, die da so hinein? Also ein großes Portfolio an der Stelle, kann man sagen. Und Herr Tetzlaff, Sie haben mir ja vorhin schon so ein bisschen den Köder ausgeworfen. Darum muss ich da jetzt natürlich gleich nochmal nachfragen. Wir wollen heute gar nicht diskutieren, mit welchen Ländern es sinnvoll ist, zu kooperieren oder nicht und was schwierig ist oder nicht. Aber wir stellen ja schon fest, dass, und Sie haben es angedeutet, dass es Partnerländer gibt, die vielleicht einfacher in der Zusammenarbeit sind, um es mal vorsichtig neutral zu formulieren, andere, die schwieriger sind. Was bedeutet das für eine Universität wie die TU? Was muss man für Rahmenbedingungen schaffen, damit es für alle Partner passt? Ja, im Prinzip müssen Sie erstmal natürlich auch Ressourcen bereitstellen. Das haben wir getan und ein Prüfverfahren, also verschiedene Prüfverfahren etablieren. Auch das ist an der TU Dresden erfolgt. Das heißt, wenn man jetzt speziell auf Partnerschaften schaut, auf Kooperation mit Universitäten anderer Länder, dann muss man ein Prüfverfahren etablieren, das zum einen natürlich die Administration nicht unnötig belastet. Wir wissen ja alle, was alles so ansteht, im International Office, der LENA weiß das sicherlich auch sehr gut zu bewerten, aber andererseits auch natürlich mit Ländern, die, Sie nannten China. China ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, ist aber nicht als einziges Land, wo man genauer drauf schauen muss, wie sich das wie die Partnerschaft dann sich im Einzelnen darstellt. Und dafür haben wir ein Prüfverfahren etabliert, Ressourcen allokiert, um dann natürlich ein mögliches Kooperationsabkommen, das mit dem Land getroffen werden soll, zu bewerten. Und das dabei wird auch letzten Endes, wenn es sich um, ich sag's mal in Anführungsstrichen, einen kritischen Fall handelt, das Rektorat, eine Rektoratsentscheidung mit eingebunden. Und ein grobes Maß dafür ist sicherlich der akademische Freiheitsindex, der dann auch natürlich mit betrachtet wird von den verschiedenen Ländern. Der akademische Freiheitsindex wird aktualisiert für jedes Jahr herausgegeben und dann findet man, wenn man sich grob orientieren will, schon mal verschiedene Klassen. Die Klasse E deutet auf einen niedrigen akademischen Freiheitsindex hin. Der Index geht von 0 bis 1. Also je niedriger, desto kritischer kann man das zunächst mal sehen, ohne eine tiefere Analyse durchzuführen. Und da findet man natürlich eine Reihe von Ländern drin, unter anderem auch China und natürlich auch den Iran, um es mal so zu sagen. Herr Ilono, würden Sie sagen, bei uns ziemlich genau so oder unterscheidet sich da die Vorgehensweise in Hamburg ein bisschen? Nee, tatsächlich, wir sind da ganz nah dran an dem Verfahren, was auch die TU Dresden anwendet. Ausgangspunkt bei uns war schon durchaus China und ganz viele Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Partnerschaft mit chinesischen Partnern ergeben haben. Wir sind aber relativ schnell bei Überlegungen, wie gehen wir eigentlich damit um, dazu gekommen, dass wir sagen, naja, wir machen jetzt kein Lex China oder Verfahren China, sondern wir müssen uns eigentlich übergreifend da mit Handlungssicherheit beschäftigen und dann machen wir genau das. Wir nutzen den Academic Freedom Index. Der wird bei uns als Filter angewendet. Kooperationsländer, die dann in unteren Kategorien sind, die werden genauer angeguckt. Dann wird nochmal das Thema angeguckt. Also wenn das ein Thema ist, was eine BAFA-Exportkontrollrelevanz hat, wird das angesehen. Dann geht das bei uns in die vertiefte Prüfung und landet dann am Schluss mit sozusagen einem Prüfdossier bei uns bei der Hochschulleitung, die dann am Schluss die Entscheidung treffen muss, weil sie die Entscheidung ja auch verantworten muss. Und wie Herr Tetzlaff sagt, das ist dann eben nicht nur China, sondern da sind bei uns Fälle drin mit Saudi-Arabien, Iran, Katar. Also die Länder mit sehr stark eingeschränkter Wissenschaftsfreiheit, die werden ja mehr.
am Ende ist es so, dann hat man natürlich einen auch zum Teil natürlich sehr formalistischen Blick. Sie haben gesprochen, Sie haben gesagt, wir gucken uns den Index an, den Academic Freedom Index an, andere Dinge. Und im Prinzip geht es aber ja gerade, wenn wir über Studienpromotionsprogramme sprechen, Frau Wahlers, geht es ja um Kontakte zwischen Menschen. Es geht auch um die Kontakte zwischen kleineren, sagen wir mal, Fachbereichen von der einen Universität mit einem anderen Partner zusammen. Wie wichtig ist es, dass man bei all dem noch sowas wie Vertrauen zulässt? Und dass man an der, und kann man sich Vertrauen noch leisten an der Stelle? Also ich meine, ich rede jetzt nicht von Australien und Großbritannien, sondern ich rede von anderen Partnern. Müssen wir weiter Vertrauen in den Mittelpunkt stellen, wenn wir sichere und nachhaltige Kooperationsräume wollen? Ja, gute Frage. Also die ausweichende, aber auch ehrliche Antwort ist, glaube ich, dass es wirklich auf jeden Einzelfall ankommt. Also natürlich ist Vertrauen wichtig und wie wir ja auch schon festgehalten haben an mehreren Stellen heute und auch gestern, geht es ja darum, Kooperation zu ermöglichen. Es geht jetzt nicht darum, die absolut sichere Kooperation insofern herzustellen, als dass man alle Risiken vermeidet. Das ist ja nicht möglich. Das sollten wir auch, glaube ich, nicht anstreben. Aber Vertrauen heißt eben nicht, dass man das andere nicht macht, was wir jetzt eben zunehmend machen, nämlich die eigenen Interessen auch zu definieren. Das ist etwas, glaube ich, was durchaus noch nicht so lange der Fall ist, zumindest weitestgehend, dass wir auch überlegen, was sind eigentlich die Mehrwerte der Kooperation auch für unsere Seite und eben natürlich dann diese geopolitischen Rahmenbedingungen mit reinzunehmen. Also es ist alles wahr, ne? Das, was Sie gesagt haben, es geht um Verbindungen zwischen Menschen, das ist auch weiterhin der Fall und deswegen sind es Einzelfallentscheidungen. All die Dinge, die wir jetzt heute diskutieren, auch die Musterklauseln und so weiter, das sind ja alles Bausteine, die wir verwenden können, die ja auch entlasten sollen, weil in der konkreten Krisensituation ist so viel auf einmal zu regeln, dann hilft es, diese Bausteine zu haben und auch die Prozesse und Routinen, die jetzt eben aus Hamburg und Dresden auch beschrieben wurden. Aber am Ende muss man alles zusammenlegen und dann spielt sicherlich aus meiner Sicht auch der persönliche Kontakt eine Rolle. Aber wir sollten auch nicht naiv sein. Also letztendlich ein sowohl als auch. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war für uns auch mit ein Auslöser jetzt für diese konkrete Handreichung zu den Verträgen auch das Einfrieren der Kooperation mit der Russischen Föderation nach dem Überfall auf die Ukraine. Also da kam es tatsächlich auch zu Anfragen. Wir haben da ein gemeinsames Studienprogramm und wir möchten das jetzt einfrieren, aber der russische Partner möchte das nicht. Wie gehen wir damit um? Also auch das ist vielleicht nochmal ein anschauliches Beispiel für das, was ja passieren kann oder leider passiert ist. Und vielleicht auch noch mal eine Antwort auf eine Frage, die ich im Hinterkopf hatte, die sich aber auch einigen Publikum gestellt haben. Wie realistisch ist das denn überhaupt, dass es zu solchen Abbruchsszenarien kommt? Es gab vorhin im Chat noch mal den Hinweis, vielen Dank an Herrn Elenow für den Hinweis, dass es in der Praxis nicht vorkommt, dass Konflikte aus Kooperationsverträgen vor Gericht landen. Das ist eine Frage, die man durchaus stellen kann. Kommt das wirklich nie vor? Aber dass es zu konkreten Fällen kommt, in denen es Streitigkeiten gibt über die Fortsetzung einer Kooperation, das erleben wir jetzt eben schon. Sie haben das Beispiel Russland erwähnt. Andere können es auch sein. Frau Wahlers Nachfrage, ist das etwas Neues einfach, weil man das nicht gewöhnt war aus akademischen Partnerschaften, dass die aus politischen Gründen tatsächlich mal abgebrochen werden müssen? Das widerspricht ja so ein bisschen akademischen Gepflogenheiten. Ja, das glaube ich auch. Das ist ja fremd. Das ist letztendlich eine andere Welt und wir müssen jetzt irgendwie es schaffen, das mit der Welt der akademischen Kooperation zu vereinen. Also ich würde das auch so sehen, dass wir, und da schließe ich uns als HRK gar nicht aus, dass wir natürlich gewohnt waren, Internationalisierung als etwas per se Positives zu sehen. Und dass jetzt eben diese neuen Kriterien, Rahmenbedingungen, Parameter mit reinkommen, das ist ein Prozess. Und wir dürfen den auch nicht übertreiben, glaube ich, aber er ist schon wichtig und man muss ihn durchführen. Und ich möchte vielleicht an der Stelle auch noch sagen, dass ich denke, dass es wichtig ist, und das war für uns auch nochmal ein politischer Aspekt jetzt bei dieser Handreichung, dass wir auch eben den Bereich Studium und Lehre da in den Blick nehmen. Wir sprechen jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr stark über Forschungssicherheit. Das ist vielleicht auch der Bereich, wo das Risiko am stärksten ist für diverse Themen, die wir besprochen haben. Aber ich finde, man sollte auch noch mal schauen, was ist auch im Bereich des Studiums, im Bereich Lehre und Lernen, auch mit den internationalen Studierenden, die jetzt zum Beispiel aus
diesen illiberalen Kontexten zu uns kommen, aber vielleicht ja doch auch Repressionen ausgesetzt sind, auch bei uns. Da habe ich gesehen, dass doch zum Beispiel in den USA auch Studien veröffentlicht wurden, wo man sehr erschreckende Analysen vorgestellt hat. Und das ist auch ein schwieriges Thema, finde ich. Wie gehen wir denn damit um? Oder haben wir überhaupt Möglichkeiten, damit umzugehen? Insofern würden wir als HAK auch sagen, schauen wir doch auch mal da noch mal genauer hin. Was können wir auch noch tun, um auch die Studierenden, und damit meine ich alle Studierenden, zu schützen? Frau Weikert, der Bereich Studium und Lehre, Promotion, inwiefern ist der oder wie stark ist der repräsentiert bei den Anfragen, die Sie bekommen, oder bewegen wir uns da fast immer im Bereich Forschung, Transfer, solche Kooperationen? Ich würde sagen, das kommt ganz auf die tagesaktuellen Krisen an. Also wenn wir jetzt mal auf 2022 schauen, also der DAD ist sehr krisenfest geworden in den letzten Jahren und hat gelernt, sehr schnell zu agieren. Das haben Sie ja auch erwähnt, Frau Wahlers. Also die Kooperation mit staatlichen Institutionen in Russland, die ist von einem Tag auf den nächsten eingefroren worden. Nicht aber auf individueller Förderungsebene. Und so ist das eben, wenn man sich als wirklich auch aktiver Part einer Science Diplomacy versteht, dann geht es darum, auch langfristig gesehen weiterzumachen. Wir hatten 2022 500 zusätzliche Beratungsanfragen im KIWI, weil wir spontan die Kontaktstelle Afghanistan bei uns eingerichtet haben und haben mussten. Und da ging es natürlich auch sehr viel um Studierende und um Individualförderungen und was machen wir da jetzt. Da ist es dann wichtig, eben auch sehr schnell mit konkreten Hilfsprogrammen zu kommen. Das ist mit der Ukraine genauso passiert, ne? Von Ukraine digital zu anderen Programmen. Das heißt, es gibt immer diese Konjunkturen durch wirklich ganz akute Krisenfälle. Und dann gibt es, ja, da fortgesetzt eben das, was wir auch jeden Tag haben. Und da ist es uns auch sehr wichtig, erstmal ganz länderneutral zu beraten. Das haben wir schon 2020 mit dem KIWI-Kompass keine roten Linien getan, gesagt, das sind 6 Kriterien, die sind extra allgemein formuliert. Da geht es sowohl um Passgenauigkeit und Chancen dieser Kooperation, aber es geht dann eben auch um rechtsstaatliche Rahmenbedingungen oder um Risikominimierung. Und diesen KIWI-Kompass, keine roten Linien, haben wir diese Woche als Webversion veröffentlicht, demnächst auch auf Englisch. Für uns ist es nämlich sehr wichtig, den jetzt fortlaufend zu aktualisieren. Denn wir haben uns mit dem KIWI wirklich auch innerhalb Deutschlands mit den AkteurInnen aus der Allianz, mit anderen Stakeholdern, mit unseren über 400 Mitgliedshochschulen, die uns auch ganz viel Wissen einspeisen, vernetzt. Und wir haben uns sehr stark international vernetzt und auf europäischer Ebene, denn das ist ein Thema, das muss man orchestrieren, auch schauen, was kommen da für aktuelle Entwicklungen aus der EU auch hinein, die uns hier betreffen. Und das ist einfach etwas, was uns ja täglich beschäftigt. Herr Zinak, jetzt haben wir natürlich eine ganze Weile über den Konfliktfall gesprochen, wir haben über den Krisenfall gesprochen, der uns natürlich alle jetzt stärker bewegt als vielleicht vor 5 oder vor 10 Jahren. Ich würde gleich gerne den Spieß so ein bisschen umdrehen und sagen, was braucht es denn jetzt? Die Frage unserer Diskussion ist ja jetzt im Vordergrund, dass wir natürlich auch positive, nachhaltige, sichere Kooperationsräume gestalten wollen. Und ich würde gerne so ein bisschen noch ein paar Anhaltspunkte von Ihnen bekommen, was dabei hilft, solche Kooperationsräume zu schaffen. Schauen wir nochmal in die Runde. Herr Tetzlaff, Herr Illinur, wollen Sie noch etwas ergänzen, bevor wir vielleicht zu dem Punkt kommen, Herr Tetzlaff? Im Prinzip wurde das meiste schon gesagt, aber ich würde wirklich nochmal darauf hinweisen, Sie hatten ja die Frage angesprochen, Vertrauen. Zählt das jetzt nicht mehr so viel? Ich glaube, was man das eine widerspricht ja dem anderen nicht. Ich denke, man muss sicherlich das Ganze rechtssicher gestalten nach den Regeln der Exportkontrolle. Und dann ist natürlich auch immer noch in der Partnerschaft Vertrauen mit drin. Aber auf jeden Fall muss man das Ganze erstmal auf einen rechtlich sauberen Sockel stellen. Das ist, glaube ich, sehr anzuraten insgesamt. Die Frage ist, um danach zu fragen, ist das eine vielleicht auch spezifisch deutsche Sicht? Ist das bei anderen genauso wichtig, das auf eine rechtlich sauberen Sockel zu stellen? Und da sagen die, Mensch, lass uns doch mal loslegen einfach.
Nee, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Wir sind natürlich, ich bin auch selbst in europäischen Netzwerkverbünden drin. Da gibt es verschiedene, CESAR zum Beispiel, um das zu nennen, ein sehr großer Netzwerkverbund von 60 Universitäten mit eher technischem Hintergrund. Und ich glaube, da sind die Gedanken ganz gleich. Dabei spielte natürlich auch in einem aktuellen Fall die Partnerschaft zu einer russischen Universität die Rolle, ohne jetzt auf ein Details einzugehen. Aber das sind genau die gleichen Betrachtungen auch gekommen. Herr Elino, möchten Sie noch ergänzen? Ja, vielleicht sozusagen eine Ergänzung, was wir auch in dieser Arbeitsgruppe gemeinsam diskutiert und ich würde sagen auch gemeinsam gelernt haben, ist, dass in diesen Kooperationsverträgen, ich sage mal, der ja rein juristische Weg, ne? Also wir haben ein Problem, wir haben einen Konfliktfall, wir haben einen Vertragsbruch und dann eine mögliche Klage, ja nicht der Königsweg ist. Aber was wichtig ist, dass man in diesen Kooperationsvereinbarungen relativ klar Konfliktszenarien darstellt und mögliche Lösungen beschreibt. Das heißt, ich sag mal, in einem gemeinsamen Studienprogramm, wenn einer der Partner nicht in der Lage ist, eine Lehrleistung, eine vereinbarte zu erbringen, was passiert denn dann in diesem gemeinsamen Vorhaben? Das ist wichtig, ne, und das klingt jetzt ein bisschen trivial, aber die Kooperationsvereinbarungen, die müssen eben handwerklich gut gemacht sein. So, das ist wichtig. Und das erfordert Mühe auf allen Seiten und das dauert lange. Aber damit haben wir doch schon eine gute Überleitung geschafft zu der gedrehten Frage jetzt, was braucht es denn wirklich für gute, für sichere, für nachhaltige Partnerschaften im Bereich Lehre, im Bereich Promotion? Was braucht es an der Stelle? Und ich will, bevor ich die Frage in die Runde gebe, gerne auch nochmal einladen, das Publikum sich mit Fragen, mit Kommentaren zu beteiligen. Ich bringe die gerne in die Diskussion ein. Und ja, wenn man jetzt Frau Wahlers von einer hohen Flughöhe schaut, kann man da vielleicht bestimmte Dinge festhalten, die immer gut sind, wenn man über Leitlinien, Handlungsorientierung spricht für internationale Studien- und Promotionsprogramme? Ja, ich kann ja mal anfangen. Also ich denke, dass Transparenz auch ein ganz wichtiges Stichwort ist, ne? Also so wie es auch schon gesagt wurde, zum einen Transparenz in der Kommunikation mit dem Partner, mit der Partnerhochschule oder den Partnerhochschulen. Was sind unsere Erwartungen? Was sind eure Erwartungen? Wie können wir die übereinbringen? Das ist natürlich interkulturell sehr unterschiedlich, wie das dann funktioniert, aber zumindest so einen groben Rahmen, denke ich, also ein grober Rahmen sollte sich ja setzen lassen. Ich denke aber, dass auch Transparenz innerhalb der eigenen Hochschule sehr, sehr wichtig ist. Transparenz in dem Sinne, dass wir voneinander wissen in der Hochschule, wer eigentlich für was zuständig ist. Das ist ja oft die Herausforderung jetzt auch bei diesem Thema Risikomanagement, dass so wahnsinnig viele Bereiche in der Hochschule betroffen sind oder viel mehr eingebunden werden müssen und sollten. Das ist gar nicht so leicht über die verschiedenen Abteilungen hinweg da zusammenzukommen, glaube ich. Frau Weikert hat das ja auch angesprochen, und dass so ein Inhouse-Tag, wo man sich dann mal zusammenfindet, da sehr, sehr wichtig und hilfreich sein kann. Das sehen wir ja auch beim Audit Internationalisierung der Hochschulen. Das klingt eben auch trivial, ist es aber nicht. Wie schaffen wir es innerhalb der eigenen Hochschule Transparenz zu haben, über Zuständigkeiten, über Prozesse, und wie können wir das vielleicht auch so lösen, dass wir sagen, es gibt diese eine Person, die auch so als Anlaufstelle dient, die ja nicht für alles zuständig sein muss, aber die zumindest weiß, wer denn was machen kann und soll. Und ich glaube, das sind wichtige Dinge, die auch für Promotions- und Studienprogramme und Vorhaben hilfreich sein können, um diese aufzusetzen und eben nachhaltig aufzusetzen. Das ist ein spannender Punkt, der bringt uns ein bisschen zurück auch zu dem Vortrag von Peter Maaßen gestern. Der sagte, wir müssen auch irgendwie eine Bestandsaufnahme machen, wir müssen auch ehrlich sagen, wozu tun wir das eigentlich alles? Was sind unsere Rationalitäten, wenn wir im internationalen Austausch sind? Und Frau Wahlers, meine Frage wäre, wissen die Verantwortlichen das eigentlich selbst immer so genau? Also ist man sich tatsächlich ehrlich im Formulieren der eigenen Interessen, auch der strategischen Interessen. Wir kommen ja aus einer anderen Tradition heraus, wo man vielleicht diese strategischen Interessen gar nicht so offen auch vor sich selbst eingestehen möchte. Also Transparenz, wie schafft man die denn dem Partner gegenüber? Das ist schon die zweite Stufe. Wie schafft man die in der eigenen Institution? Ja, da gebe ich Ihnen recht. Das ist gar nicht so selbstverständlich, dass man das tut. Und das ist das eine. Ich glaube, das andere ist auch, dass die Interessen sich ja auch durchaus unterscheiden. Auch wenn wir vielleicht sagen,
viele finden Internationalisierung gut, aber was dann die konkreten Interessen sind, ist ja sehr, sehr unterschiedlich, je nach Akteur, Akteurin. Also die Studierenden haben andere Interessen als die Forschenden, die um ihre eigene wissenschaftliche Karriere bemüht sind, haben wieder andere Interessen als eine Hochschulleitung, die die Reputation der eigenen Einrichtung steigern möchte, wieder andere Interessen als vielleicht Fördermittelgeber oder auch Ministerien, die Fördermittel bereitstellen und für Deutschland bestimmte Ziele erreichen möchten. Und manchmal sind ja die, die Leistungen erbringen müssen oder erbringen, nicht dieselben, die die Interessen definieren. Also dieses Match auch der verschiedenen Interessen ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht. Und da gibt es natürlich auch Interessenkonflikte, die wir zumindest transparent machen sollten. Und irgendwer muss dann versuchen, natürlich erst einmal innerhalb einer Institution auch diese unterschiedlichen Interessen auch zusammenzubinden. Frau Weikert, im Austausch mit den Hochschulen, stellen Sie da sehr schnell fest, wer vielleicht eine klare strategische Vorstellung hat von dem, wo man hin will, und andere, die vielleicht da noch sehr auf offener See sind, sage ich mal, merkt man das schnell, wie weit die strategische Entwicklung in den Hochschulen gediehen ist? Also das ist ja ein sehr heterogenes Feld, die Hochschulen, die wir vorfinden in Deutschland. Und es gibt natürlich einzelne Beispiele, dazu zählt die Universität Hamburg natürlich, dazu zählt RWTH Aachen und so weiter, die einfach sehr gut aufgestellt, ausgestattet sind mit Mitteln, die sehr früh auch wirklich eigene Exportkontrollstellen, eine Anpassung von Prüfstrukturen und so weiter eingezogen haben. Wir finden aber auch immer wieder auch tatsächlich in kleineren HAW auch solche Best-Practice-Beispiele. Und dann gibt es natürlich sehr viele, an die wird das Thema in unterschiedlichem Umfang herangetragen. Und der Prozess des Awareness-Raising ist an einer unterschiedlichen Stelle jeweils. Ich glaube aber, da das Ganze Thema wird uns nachhaltig und länger begleiten und seitdem eben auch einfach das BAFA die Richtlinien ausgeweitet hat, ist für alle klar, das muss auf rechtssicheren Füßen stehen, was wir hier machen. Und insofern unterstützen wir da halt. Also was für den DAD eben auch wichtig ist, ist auch nochmal so Passgenauigkeit und Chancen im Bezug auch auf die Re-Evaluation von Kooperationspartnern hinzuweisen. Wir machen ja zusammen mit unserem Außennetzwerk, haben wir zum Beispiel im letzten Jahr 60 Länderberichte, 25 Bildungssystemanalysen rausgegeben, Kiwi-Kooperationsleitfäden zu Irak, zu Libanon, Südkaukasus, Vietnam, dass man einfach auch über diese systemischen Unterschiede Bescheid weiß, damit das Ganze auch kompetenzbasiert aufgebaut werden kann. Und dieses Thema überhaupt erstmal die eigenen Interessen zu definieren, auch an einer Hochschule zu schauen, gibt es überhaupt einen strategischen, abgestimmten Kommunikationsprozess? Gibt es so einen Roundtable, der eingezogen wurde, wo sich die unterschiedlichen Schnittstellen, also die Kommunikation zu bündeln, ist nicht so leicht, ne? Und ja. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Punkt. Also das eine, Sie sprachen die juristische Frage an. Die ist schwer genug zu regeln, wie wir es eben in dem Vortrag auch gesehen haben. Allein schon, wenn man eben mit Rechtssystemen von zwei unterschiedlichen Ländern zu tun hat. Aber ich würde mal in den Raum stellen, man mag mir widersprechen, die ist im Verhältnis noch leicht zu beantworten, als wenn ich darüber spreche, was ist tatsächlich, was sind die strategischen Grundsätze, die wir in der eigenen Institution haben, was sind unsere eigenen Interessen, was sind die strategischen Grundsätze und Interessen der Partner. Und Herr Elinow, das würde mich natürlich schon interessieren, wie Sie das schaffen, in Hamburg diese Fragen zu diskutieren. Ich zitiere mal einen Kommentar aus dem Chat zur Frage der Interessen. Dies ist selbst in europäischen Hochschulallianzen schwierig zu artikulieren, in denen es eigentlich ein Vertrauensverhältnis gibt. Also bewegen uns da offenbar in einem schwierigen Terrain, vielleicht sogar im Tabubereich. Wie regeln Sie das in Hamburg, sowohl in der Institution als auch mit Partnern? Poh, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ich finde, das eine ist nochmal die Frage, wie man eigentlich bei einem Kooperationsinteresse, das bei uns ja im Wesentlichen, das, Herr Tetzler, Sie haben das angesprochen, bottom-up kommt. Ne? Das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich zusammentun mit ihren Partnern, Interesse haben, sagen, ja, gemeinsames Promotionsprogramm wäre von Interesse. Da ist es natürlich häufig
zu Beginn so einer, seines Kooperationsinteresses total schwierig, über Risiken zu reden. Und das ist auch häufig kulturell schwierig, ne? Wenn man sozusagen, man redet ja über, man will gemeinsam was, ein interessantes Projekt auf die Beine stellen und dann reden wir erstmal über Probleme und Herausforderungen. Das ist nicht einfach. Aus unserer Sicht muss man die Diskussion ja aber versachlichen, weil wir ja eine Verantwortung haben für unsere Studierenden und Promovierenden. Die haben am Ende nicht so wahnsinnig viel davon, wenn sie in ein Programm geschickt werden, was auf tönernen Füßen steht. So. Und deswegen müssen solche Verträge auch, aus unserer Sicht, hatte ich ja schon gesagt, die müssen einfach handwerklich gut gemacht sein. Wir beraten unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Fakultäten sehr intensiv, was denn eigentlich der strategische Mehrwert ist. So ein bisschen auch aus Eigeninteresse, weil wir sagen, die Erarbeitung eines solchen Kooperationsvertrags, die ist aufwendig. Da hängt ein Preisschild dran. Und wir können da nicht unendlich viele machen, sondern nur diejenigen, die für die Fakultät und für die Universität einen Mehrwert haben. Und da reden wir durchaus auch über Größenordnung. Also wie viele Promovierende oder Studierende profitieren tatsächlich von so einem... Da kommt dann übrigens dieses Bottom-up zu einer Grenze, über das wir gesprochen haben. Nicht? Ja, wenn der Aufwand groß ist, dann ist es am Ende eben doch nicht so, dass allein die Wissenschaftlerinnen, die Forschenden, die Lehrenden mit ihren tollen Ideen zum Tragen kommen, sondern dann sagt die Institution schon, ist es uns das wert? Ist es uns der Aufwand wert? Eine hochstrategische Frage, Herr Elino. Ja, vollkommen richtig. Wie gesagt, man kann das nicht unendlich machen. Wir waren letzte Woche waren wir bei der Universität Straßburg zu Gast und die sagten, sie hätten 125 gemeinsame Studienprogramme. Das wären wir überhaupt nicht in der Lage zu leisten. Es war mir schleierhaft, wie die Universität das schafft. Aber da gibt es eine Grenze und da muss man sich auch sachlich strategischen Fragen stellen bei der Auswahl. Mhm. Frau Wahlers. Ja, ich wollte da nur ergänzen, das muss ja dann auch nicht zwingend heißen, dass das andere nicht gemacht wird, sondern aus meiner Sicht wäre dann der Unterschied, dass es eben nicht zentral gefördert wird. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die Hochschulleitung kann sagen, das sind unsere Prioritäten, da unterstützen wir auch zentral, geben Mittel rein, Ressourcen, wie auch immer. Andere Dinge können trotzdem stattfinden, aber eben nicht mit dieser Art von Unterstützung. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, das muss nicht dann eingestellt werden zwingend, sondern es wird immer dieses Bottom-up und Top-down geben. Aber man kann nur begrenzt Prioritäten fördern, auch zentral. Aber ist das heute noch so? Das würde doch heißen, wir lassen viele Blumen blühen. Gleichzeitig, auch wenn ich Kooperationen nicht fördere, zahlen die doch ein auf die Sicherheitslage an meiner Hochschule, die zahlen auch ein auf mögliche Konfliktlagen. Kann ich das einfach noch so laufen lassen, unterscheiden zwischen dem, naja, dann geben wir als Zentrale vielleicht kein Geld dazu, aber im Übrigen könnt ihr machen, was ihr wollt. Auch die Frage an Herrn Tetzler weitergeben, erst Frau Wahlers. Vielleicht nur kurz, genau. Also man muss unterscheiden zwischen den Ressourcen. Da habe ich jetzt mehr an finanzielle Mittel gedacht. Da würde ich so sehen, weil es gibt ja durchaus auch Förderprogramme, auf die man sich bewerben kann, ohne dass hochschuleigene Mittel dann genutzt werden. Das andere ist natürlich diese Sicherheitsfrage. Da würde ich das genauso sehen, dass das nicht einfach laufen gelassen werden kann, sondern dass diese Routinen und Prozesse, über die wir gesprochen haben, natürlich für alles gelten. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass dann trotzdem noch Dinge übrig bleiben, auch nach der Prüfung. Herr Tetzlaff. Ja, ich glaube, da geht es genau darum, dass man natürlich die auch auf ganz kleiner Ebene zwischen ProfessorInnen die Beziehungen, die Partnerschaft zulässt, aber natürlich ein Prüfverfahren hat. Wir haben auch Personen dafür, die praktisch das Prüfverfahren dann durchführen. Wichtig ist, glaube ich, die Transparenz wurde vorhin angesprochen, auch die Kommunikation. Denn es ist ja, wenn man in die Vergangenheit schaut, haben ja viele, wie schon gesagt wurde, Internationalisierung ist was Gutes, wir wollen eine Partnerschaft haben und da kann eigentlich nichts Schlimmes damit irgendwie zusammenhängen. Also dass man diese Klarheit schafft über die ganzen Risiken, die praktisch mit einer möglichen Partnerschaft einhergehen. Diese Kommunikation ist sehr wichtig innerhalb einer Universität, dass man darüber Klarheit schafft. Und auch über den Ablauf von Prüfverfahren, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, die man gewährleisten muss. Ansonsten ist es natürlich dann tatsächlich so, dass man strategische Partnerschaften hat, die in erster Linie durch das Rektorat auch befördert werden und dann das, was Frau Wahlers gesagt hat, einfach zulässt, dass individuelle Partnerschaften geführt werden. Wir müssen aber beachten,
Es handelt sich ja nicht immer durch Partnerschaften zwischen akademischen Einheiten. Eine technische Universität hat natürlich einen Zugriff von Unternehmen auch auf unsere forschenden Personen. Und in der Hinsicht gibt es natürlich aus den kritischen Ländern, ich will jetzt kein großes Unternehmen aus China nennen, das sich im Kommunikationsbereich bewegt, das dann ganz konkrete Angebote auch an die forschenden Personen macht. Also solche Dinge müssen Sie natürlich auch mit im Radar und im Fokus haben und behandeln. Aber ich halte mal fest, ich hatte ja so ein bisschen gefragt, auch nach den, wenn man so möchte, Gelingensbedingungen, nach den Dingen, wir kommen doch sehr schnell wieder zurück zu der Risikofrage, der Sicherheitsfrage, weil sie uns offenbar sehr bewegt. Und das ist dann doch etwas, was uns wieder ja unterscheidet vielleicht von der Situation von vor 5 Jahren. Unsere Interessen wandeln sich, wir definieren unsere Interessen offener, auch im Bereich Lehre, auch im Bereich Promotion, nicht nur im Bereich Forschung, obwohl das der Bereich ist, über den wir oft reden. Aber dieses Sicherheitsthema holt uns immer wieder ein, Frau Weikert. Ja, ich möchte mal so ein Beispiel bringen, wieder aus China, was daran liegt, dass ich von 2018 bis 2022 das DAD-Büro in Shanghai geleitet habe und auch an der Fudan-Universität Mitglied war, an einer chinesischen Hochschule. Und da merkte man das natürlich ganz stark, dass nachdem die Zero-Covid-Policy dann überwunden war, dann wollte auf chinesischer Seite wieder genauso kooperiert werden wie zuvor auch. Der ganze Diskurs, der hier nach der Zeitenwende eingesetzt hat, der sich in Deutschland also sehr stark in Richtung De-Risking verschoben hat, der war noch nicht so angekommen. Aber da muss ich sagen, da braucht es eben auch wieder mehr Mobilität, wieder mehr Hineinreisen ins Land. Die GastwissenschaftlerInnen, die zu uns kommen, auch wirklich aktiv einbinden, viel miteinander reden. Denn da kommen immer so diese Argumente, anderer Kulturkreis, eine andere Art zu kommunizieren. Ich habe in China festgestellt, es wurde da schon immer sehr stark auf eigene Interessen geschaut. Die wurden auch sehr proaktiv kommuniziert. Die wurden auch in die Verträge hineingeschrieben. Und das war eher eine mangelnde Reziprozität, dass es auf deutscher Seite nicht gleichermaßen systematisch und strategisch auch verfolgt wurde. Insofern ist für mich jetzt einfach ein guter Moment, wo man ganz klar und transparent diesen neuen Diskurs, diese gewachsenen Anforderungen an den eigenen Institutionen kommunizieren und genauso reziprok und strategisch nochmal neue Verträge aushandeln kann, nochmal schauen kann. Ich glaube nicht, dass das immer auf so viel Fragezeichen stößt, sondern dass es eher ein guter Moment jetzt eigentlich ist, da wechselseitig und auch ein bisschen wegzukommen von diesem einseitigen Risikofokus, sondern wirklich zu sagen, es gibt eben auch das Risiko der Nichtkooperation und das ist für uns im Kiwi immer sehr wichtig. Gerade bei herausfordernden Kontexten haben wir Kooperationen, die wurden über Jahrzehnte etabliert. Und wenn man die jetzt einfach so abreißen lässt, dann kann das eben auch nachhaltige Auswirkungen haben auf den Verlust der eigenen wissenschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und so weiter und so fort. Mhm. Frau Wahlers. Ja, ich würde das gerne unterstreichen und unterstützen. Also ich denke auch, nicht alles, was wir jetzt diskutieren, ist wirklich neu. Die HAK hat auch schon 2005 Leitlinien, hieß es, glaube ich, damals für gemeinsame Studienprogramme mit chinesischen Hochschulen herausgegeben. Damals tatsächlich noch mit chinesischen Partnern gemeinsam. Und auch da spielte schon diese Frage des eigenen institutionellen Mehrwerts eine zentrale Rolle, die nämlich von chinesischer Seite ganz selbstverständlich beantwortet werden konnte und von unserer Seite eher nicht, tendenziell natürlich nur. Also ich glaube, nur ein Teil ist neu und insofern glaube ich auch, dass das ist etwas, woran wir uns vielleicht gewöhnen müssen, was aber für viele andere internationale Partner ganz selbstverständlich ist, auch wenn wir nach Großbritannien schauen, Risikomanagement, dass da die Internationalisierung, die internationale Kooperation mit in dem gesamten Portfolio an Risikoanalyse enthalten ist, ist ganz selbstverständlich, weil natürlich auch ein ganz anderer Finanzierungsmechanismus natürlich dahinter steht. Ich habe gerade überlegt, dass es eigentlich auch interessant wäre, mal zu diskutieren, ob man Risiko auch breiter definieren sollte. Also wenn wir jetzt an die Nachhaltigkeitsdiskussion denken, die ja auch sehr, sehr wichtig ist und zentral, dann könnten Risiken natürlich auch in dem Bereich definiert werden. Also vielleicht sollten wir diesen Begriff auch etwas weiten und ganz breit über Risiko und aber eben genauso auch über Chancen natürlich auch diskutieren. Mhm.
Herzlichen Dank. Ich würde gerne die letzten 5 Minuten unserer Diskussion nutzen für ein bisschen Wünsch dir was. Und zwar im Sinne von einem Wünsch dir was Richtung Politik. Wir haben jetzt ganz bewusst einen sehr strategischen Blick auf die einzelnen Hochschulen geworfen. Und was können die Hochschulen tun, um Partnerschaften zu gestalten? Was müssen sie auch vielleicht strategisch diskutieren? Wo müssen sie sich selber ehrlicher gegenüber werden? Wie müssen Diskussionen in Hochschulen, Dialoge gestaltet werden? Aber am Ende braucht es natürlich auch die Politik, um Rahmenbedingungen zu setzen für sichere, für nachhaltige Kooperationen, auch im Bereich Studium, auch im Bereich Promotion. Und soll jetzt weniger ein Wünsch dir was werden im Sinne von Geld. Also wir wissen alle, dass es vielleicht mit zusätzlichem Geld jetzt in den nächsten Zeit ein bisschen schwieriger wird. Aber gibt es Dinge, die Sie sich noch von der Politik wünschen würden? Oder hat die Politik das Feld soweit schon ganz gut bestellt? Die Frage würde ich einmal in die Runde geben. Es ist zugleich auch Ihr Abschlusswort für unsere Diskussion. Ich fange gerne mit Frau Weikert an und dann gehen wir die Runde. Gut, also Geld hat ja auch Kiwi von einer Weile erst bekommen. Genau. Kiwi ist ja durchaus gut ausgestattet, doch zusätzlich ausgestattet worden. Wir haben unsere Kapazitäten verdoppelt seit Anfang letzten Jahres, also mit einer Aufstockung des BMBF. Die Bedarfe sind enorm. Wir konsolidieren das, wir bauen neue Themenfelder aus, also noch und nöcher. Was für uns wichtig ist, ich sehe das Kiwi auch als so eine medierende Stelle. Wir sind ein Verein für die deutschen Hochschulen der DAD und gleichzeitig sind wir natürlich auch sehr nah an wissenschaftspolitischen Themen dran und haben eine eigene Reihe, Kiwi Policy Talks, wo Wissenschaft und Politik in Austausch und in Dialog miteinander auch auf den Podien kommen. Ich glaube, das ist, was noch stärker passieren muss, dass man, was ich mir wünsche, ist, dass wenn man also schaut auf diese gestiegenen Anforderungen, alle müssen sich als Akteure einer Science Diplomacy verorten, das aber zum Wohle der Wissenschaft. Herr Zina, Frau Wahlers. Ja, über Geld sollen wir nicht sprechen, dennoch der halbe Satz können, zumindest. Können Sie natürlich tun, nur vielleicht nicht ganz nicht ganz aussichtsstark im Augenblick. Ja, trotzdem möchte ich es gesagt haben, das ist nun mal auch die Rolle der HK, dass auch die Länder da eben in der Verantwortung sind, durchaus ihre Hochschulen auch an dieser Stelle zu unterstützen. Darüber hinaus aber eben auch der Wunsch an die Politik in Bund und Ländern, dass sie ihr Wort halten und eben den Ansatz, den sie ja bislang erfreulicherweise verfolgt haben, dass wir dieses Thema so diskutieren, dass die institutionelle Autonomie und die Wissenschaftsfreiheit gewahrt werden, dass sie das fortsetzen. Weil wir sehen in anderen Ländern, da gibt es sehr starke Top-Down-Vorgaben für die Hochschulen, für die Wissenschaft und das wünschen wir uns eben nicht. Insofern der Wunsch, dass diese Linie weiter fortgesetzt wird. Herzlichen Dank, Herr Tetzlaff. Ja, also ich möchte nicht direkt auch nicht direkt über Geld reden, aber es hängt schon damit zusammen. Das ist natürlich, wenn wir an die BAFA-Prüfverfahren denken, dass da genug Ressourcen bei der BAFA vorhanden sind, dass die Prozesse zeitnah durchgeführt werden. Das wäre natürlich sehr wichtig. Wir müssen das jetzt machen und wir wollen natürlich auch keinen großen Verzug in die einzelnen Vorgänge haben. Ein anderer Wunsch wäre vielleicht, wenn ich jetzt an unsere zunehmende Anzahl internationaler Studierender schaue, dass die Erteilung von Visa, dass das zügiger vorangeht. Wir haben da manchmal, müssen die Studierenden lange warten, haben möglicherweise einen etwas späteren Eintritt in das Studium. Hier wäre ich sehr dankbar dafür, wenn wir eine Beschleunigung erreichen würden. Herzlichen Dank. Und Herr Elino. Ja, ich glaube, zu dem Thema Due Diligence und Compliance und die Einrichtung von Prüfprozessen an Hochschulen hat sich eine ganze Menge verändert in den letzten 3-4 Jahren, auch durchaus getrieben von Förderorganisationen, die sicherlich auch zu Recht von uns Hochschulen gefördert haben, dass wir unsere Hausaufgaben machen, ne? Dass wir in der Lage sind, Prüfprozesse einzurichten, um klarzustellen, dass wir mit bestimmten Partnern in bestimmten Themenbereichen möglicherweise eben nicht mehr kooperieren. Und das sind Entscheidungen, die eben dann, das sind harte Entscheidungen, die dann auch von der Hochschule getroffen werden und getroffen werden müssen. Was ich mir durchaus wünschen würde, ist, dass diese harten Entscheidungen, die wir als Hochschule treffen müssen, durchaus Einzug finden, auch bei den Förderorganisationen.
dort nehmen wir zumindest wahr, dass diese Verantwortung sehr stark eben auf uns als Akteure abgeschoben wird und schwierige Entscheidungen weniger bei den Förderorganisationen. Da würde ich mir eine gemeinsame Verantwortung für Themen der Due Diligence und Compliance durchaus wünschen. Herzlichen Dank. Und genau da ist natürlich auch ein ganz interessanter Balanceakt. Auf der einen Seite, wir haben es gerade gesagt, wir wollen gerne die Logik der Wissenschaft erhalten in den Kooperationen, internationalen Kooperationen, nicht vielleicht, dass zu sehr die Logik der Politik in den Vordergrund steht. Auf der anderen Seite aber auch brauchen die wissenschaftlichen Einrichtungen, die Hochschulen auch an der Stelle Unterstützung und man sollte sie bei schwierigen Entscheidungen nicht alleine lassen. An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für unsere Diskussion über sichere und nachhaltige Kooperationsräume für internationale Studien- und Promotionsprogramme. Herzlichen Dank Christoph Illino, herzlichen Dank Ronald Tetzlaff, herzlichen Dank Mareike Wahlers und herzlichen Dank Sakine Weikert. Herzlichen Dank und wir hätten jetzt garantiert, wenn wir jetzt in einem Saal zusammensäßen, einen lauten Applaus, den denken wir uns jetzt an der Stelle. Und ich möchte aber auch Ihnen allen im Publikum herzlich danken, dass Sie so aufmerksam am zweiten Tag mit dabei gewesen sind, am zweiten Tag unserer Diskussion über die Themen der HRK Advance. Und ich will jetzt gar nicht versuchen, eine Zusammenfassung des Tages vorzunehmen, zumal ich als Nicht-Jurist bei der Zusammenfassung der Handreichung doch auch an meine Grenzen stoßen würde. Aber ich habe mir so ein paar Begriffe aufgeschrieben, die heute auch in der Diskussion immer wieder eine Rolle gespielt haben. Sicherheit, Interessen, Transparenz, Kommunikation und Logik der Wissenschaft. Sicherheit als ein Thema, was viel mehr Bedeutung gewonnen hat in der Gestaltung internationaler Kooperationsräume, als wir uns das vielleicht vor einigen Jahren noch gedacht oder auch gewünscht hätten. Damit zusammenhängt die Frage, wenn wir diese Sicherheit gestalten wollen, müssen wir gleichzeitig auch ganz fair und offen über die Interessen sprechen, die wir an einer Kooperation haben. Das müssen alle Partner tun. Wir als deutsche Institution müssen das vielleicht ein Stück weit auch noch mehr lernen, über Interessen zu sprechen, sowohl intern im Sinne des hochschulinternen Dialogs als auch dann mit den Partnern, um dann eben die Transparenz zu schaffen im Austausch mit dem Kooperationspartner, aber auch an unseren Institutionen selber. Warum machen wir das? Was ist das Ziel der Kooperation im Bereich, heute haben wir darüber gesprochen, Studium, Bereich Promotion. Warum tun wir das? Wir müssen ehrlich sein, wir müssen transparent sein, uns und anderen gegenüber. Und das erfordert viel Kommunikation. Und ganz wichtig, am Ende, bei allen Zuspitzungen auch der internationalen Lage, der politischen Lage, es ist entscheidend, dass die Logik der Wissenschaft im Vordergrund steht. Und mit diesem Appell möchte ich den Tag heute, unseren gemeinsamen Vormittag, dann auch abschließen. Danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Hoffe, wir sehen Sie alle morgen wieder. Morgen geht es weiter um 9.30 Uhr. Dann geht es um die Internationalisierung des wissenschaftlichen Personals, ein weiteres zentrales Thema von HRK Advance. Plattform und Link bleiben wieder unverändert. Und ich hoffe, Sie bleiben auch unverändert mit dabei. Einen schönen Tag noch und bis morgen.